Wir sind hier frei. Die Stege ist 3,5 km lang und Stufen hat es 11.674 und ist die längste Stege der Welt. Wir sind hier im ganzen Jahr im Durchschnitt 15 Leute. Für einen Unterhalt an der Treppe brauchen wir etwa ca. 14 Tage im Jahr. Wir brauchen etwa 20 Gläser. Die Treppe brauchen wir zum Reparaturen machen und für den Treppenlauf auf der längsten Treppe der Welt. Die Stege wird für den Treppenlauf vorher geputzt und ausgepflegt. Und nachher, während dem Lauf tun wir auch die Länder ein bisschen verbessern, dass niemand nachkommt. Und das ist eigentlich alles. Das brauchen wir auch für den Unterhalt. Darum ist es eigentlich in gutem Zustand. Der Bergbau im Winter rum. Ich habe immer in den Bergen gewohnt. Für mich wäre das, in einer grossen Stadt zu wohnen, wäre beängstigend. Das würde mich fast erdrücken. Doch auch nicht in die freie Weite. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Eben, im Frühling schaut man, wenn der Schnee fort ist, ob die Treppe in Ordnung ist. Das, was kaputt ist, flicken. Es ist sehr schlecht für uns, wenn wir eben im Winter hochlaufen müssen, wenn alles voll Schnee ist. Wenn der Stegentritter nicht sieht, wenn es so viel Schnee hat, dann ist es nicht ungefährlich. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wenn es mir nicht gäbe. Wenn dieser Job nicht existieren würde, glaube ich, wäre es an der Zeit, eine Treppe selber zu bauen, damit ich da arbeiten könnte und so zufrieden wäre. Also nicht so verrückt gerne tue ich die Toilette putzen, aber das gehört einfach dazu. Und Gäste wie super in die Toilette, wie wir es machen. Ja.